Also jeder zweite oder dritte, der zu uns kommt, hat einen Impfschaden gefunden. Und da ist es ja nicht so extrem. Da haben wir vielleicht jeden, weiß ich, 30. vielleicht, der einen Impfschaden hat. Das Problem ist natürlich, erstens, wie diagnostiziert das? Das kann gar niemand diagnostizieren. Es würde auch niemand zugeben, wenn es einen Impfschaden wäre. Weil natürlich eine riesige Industrie dahinter ist, vor allem in Afrika, ist extrem, oder? Die werden quasi zwangsgeimpft. Und dann ist es interessant zu beobachten, was dort unten läuft. Dann werden die kränker und kränker und kränker. Wir haben auch Leute kennengelernt, die Kinder massivste Erstverschlimmerung haben, also wirklich bleibende Schäden. Und dann sind die krank und mit 20, 25 sind sie so krank, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen. Dann gehen sie zum Arzt. Und der Arzt, was macht der? Kannst du roten? Roten mal. Bitte. Nein. Er diagnostiziert ihn als was? Eine sehr einfache Frage. AIDS. Genau. AIDS. Richtig. Also du bist dann einfach sofort in dieser Schiene. Weil der Arzt gibt ja $100 für jeden AIDS-Patienten, den man diagnostizieren von der WHO. Und der andere ist natürlich immer ein riesen Problem jetzt, weil der Arzt sagt ihm, wenn du die Medikamente nicht nimmst, wirst du sterben. Knüppelhart im Fall. Ja? Wir haben jetzt noch nicht hunderte, wir haben 3 AIDS-Patienten, die aber wirklich saumässig schlecht gewesen sind. Und alle innerhalb von 10, 20 Tagen sind sie auf einem vernünftigen, guten Niveau. Mit nur diesen banalen Mitteln, die wir haben. Und ich habe eigentlich immer gesucht, aber nicht gefunden, bis vor kurzem, ein Mittel gegen Impfschäden, gegen Gendefekte. Krebs haben wir ja schon einige Mittel, die gut wirken, aber gegen diese zwei Sachen habe ich nicht gehabt bis jetzt. Jetzt habe ich auf Afrika reisen. Jetzt haben wir 2 Produkte. Der Turmalinpulver wirkt gegen das und das auch. Jetzt sag, eben, aber wir haben natürlich, also ich habe nicht gewusst, von was. Und das, wenn du ins Internet gehst, dann heisst es einfach Schlankheitsmittel. Ja, wo ist das denn? Was steht denn da? Eben. Also ich habe meine Lieferanten gefragt vom Pulver und die haben nichts gewusst, nur zum Abnehmen. Und ich habe es auch dann ausgetestet, für was es gut ist. Und es ist einfach, es ist energetisch vermutlich die beste Frucht, also es geht praktisch bis zum Anschlag. Und was eben auch gut ist, es schmeckt gut. Und die Kinder essen das freiwillig. Das werden die Brüder sehen. Und wenn ihr einen Mann habt, gerade gestern eine angerufen, ich habe gesagt, sie müssen bestellen. Sie hat es schon gehabt. Und ich sage, warum, was ist? Ja, der Mann würde ihr alles wegessen. Jetzt müssen sie noch bestellen. Also es schmeckt gut, es tut gut. Also statt dass man eben Saft isst aus dem, können wir doch lieber das essen oder Saft aus dem. Das gibt es. Das ist aber ein Projekt. Das heisst, das müsste man eben eigentlich super vorbereiten. Also das ist jetzt auch ein bisschen die Hose. Also eigentlich kann ich dir viel mehr mitnehmen. Aber die haben wir dann noch geliefert. Und dann, ja. Also das heisst, da müsste man schauen, wenn da jemand Interesse hat, müsste man mir das sagen. Und dann müssen wir das wirklich super planen. Weil die Frucht ist ja, wenn wir mal schauen, im Internet, auf der Webseite, das tolle Fotos, die wird ja bis zu so groß. Das ist ein riesen Apparat, manchmal 20, 25 Kilo. Und an der Außenhaut hat das Dutzende oder Hunderte von kleinen pyramidenförmigen Strukturen drauf. Das sollte uns schon mal ein bisschen beeindrucken, weil das ist gewaltig. Und dann haben wir in der Mitte haben wir den Somme, der ist genau gleich stark wie das. Und das nächste Projekt, da suchen wir noch ein Financier. Das nächste Projekt wäre, eine Ölpresse zu kaufen und aus diesen Sömen das Öl zu machen. Schmeckt nämlich super. Schmeckt sehr ähnlich wie Maroni. Also unsere Maroni hier. Das kannst du auch mahlen und dann zu Maroni, also zu Pulver machen und dann wird es ganz normal. Also man könnte da wirklich sehr viele gute Sachen machen. Jackfrucht. Das ist die Jackfrucht, ja. Das ist modellieren. Die muss man testen.